Was es mir ging, ist nur, ob man einen Kulturort erhalten muss, der gerade sehr gefährdet ist. Wenn wir kein Erlösmodell haben, das quasi die Verwertungskette gegenseitig partizipiert, dann wird es einen Kampf darum geben, der unsäglich ist. Als Künstler wird diese Phase bestimmt eine Auswirkung haben. Das Elend von wirklich vielen Kreativen, also im Speziellen die Schauspieler, die niemand aufgefangen hat, und zwar gar niemand, kein einziges System. Es kann auch so sein, dass das Kino dann ein ganz großes Revival erlebt. Es geht um Filmmakers, es geht um Film, die Vision von Unified Filmmakers als universelle Sprache, die einen internationalen Dialog fördern kann. Und glaube ich auch, dass die Herausforderung der nächsten Zeit auch sicherlich tun muss. Unified Filmmakers ist in eine internationale Bewegung. Zum einen gibt es ja das Festival, es gibt die Mediathek, noch viele neue Ideen, die dazukommen. Und jetzt freue ich mich, auf alle Fälle hier begrüßen zu dürfen. Sigrid Narjes, Above the Line, Gründerin, und Sigrid Narjes lebt ja eigentlich schon ein wenig Unified Agencies, weil unter ihrem Dach 7 selbstständig arbeitende Agentinnen tätig sind. Schön, dass du da bist. Dann haben wir Markus H. Rosenmüller, Filmemacher und auch gleichzeitig Gesellschafter der Produktionsfirma Lieblingsfilm hier in München und darüber hinaus seit diesem Jahr an der HFF, da muss ich jetzt mal genau ablesen, dass ich es richtig sage, Leitung, Studiengang, Regie, Kino und Fernsehfilm an der HFF München. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Servus, Rosi, ne? Das ist ja lustigerweise, wir kennen uns ja eigentlich auch schon so lange vom Weltvertrieb Bavaria Film International, schwere Jungs, also gefühlt schon ein paar Dekaden her, aber wir sind dabei und Film ist einfach toll und deswegen, das treibt uns ja auch voran. Darüber hinaus Birgit Bär, sie ist Förderreferentin und auch da muss ich ablesen, Filmtheater und Filmfestival bei den Filmfernsehfonds Bayern, dem großen Förderer hier für alles, was mit Film und Fernsehen und Games zu tun hat. Und darüber hinaus noch die Kollegin, das Docfest München, Daniel Sponsel und sein Kollege Ludwig Sporer. Fein, eine spannende Runde. Verschiedene Bereiche, Film lebt von verschiedenen Bereichen. Wir wissen, dass das keine Alleingänge sind. Rosi, meine direkte Frage an dich. Das schöne C-Wort Corona. Wie hat das dich die letzte Zeit geprägt? Hat es dich geprägt? Und hast du vielleicht 2, 3 konkrete Erlebnisse, wo du dachtest, oha, es ändert sich massiv viel und es bleibt auch einiges davon? Naja, es ist natürlich die erste Konfrontation dieser Art, die einen so einschränkt. Und von dem her persönlich hat es mich natürlich, mein Lebensstil total verändert, weil man ja viel weniger Kontakte hat. Und das war das eine. Das wird jeden so treffen, schätze ich. Aber beruflich hat es mich natürlich auch in unserer Branche beängstigt. Also ich hatte das Glück, dass ich den Sommer drehen konnte, dass wir einen Film geschafft haben. Das war schon ein Damoklesschwert drüber, wie wir das stemmen werden. Das war schon einigermaßen bedrückend. Aber noch mehr habe ich gemerkt, dass es einfach, wo geht es hin mit den Kinofilmen, mit der Kinobranche, mit den Kinos? Werden die das überleben, die ja hier in Bayern wirklich noch toll ist, diese Familienbetriebe? Werden die das schaffen? Werden wir schaffen, nächstes Jahr die Filme da wieder zeigen zu können? Und wann hört das auf? Du hast gesagt, Produktion, das diesen Sommer gedreht, Beckenrand-Sheriff. Mhm. Und es war aber doch sicherlich eine Kalkulation vor April und dann seid ihr in die Produktion gegangen. Hat sich da noch mal massiv viel geändert durch die Auflagen? Und wie habt ihr das dann gestemmt? Also was waren so die Kernkomponenten, die ihr ändern musstet? Wir mussten halt alle immer testen lassen. Mhm. Also und das ging ganz schön ins Budget. Aber auch da gab es Gott sei Dank auch, da kann dann die Birgit vielleicht auch was dazu sagen, es gab auch Unterstützung vom Film-Fernsehfonds und man musste das halt mit einrechnen. Vor allem, das war eine produzentische Leistung dann, dass man das einfach mit einkalkuliert.
weil jeder von uns auch unter dem Zugzwang war und wir mussten was produzieren, weil ja schon eine geraume Zeit, ein paar Monate nichts gemacht wurde und das nicht mehr möglich war, sondern wir mussten produzieren. Aber es war auch überall der Wille und das Wollen dabei und das Solidarische. Und es war schon auch toll, wie wir den Film fertig geschafft haben und miteinander sagen konnten, boah, wir haben ihn auf die Füße gestellt, trotz dieser Umstände. Hat euch das dann auch mehr zusammenrücken lassen, oder? Ja, ich habe insgesamt ein positives Gefühl. Ich habe, wenn ein Ende absehbar ist, werden wir bestimmt so ein Gefühl haben, boah, da sind wir alle miteinander durch ein ganz schönes Tal gegangen. Das ist meine Hoffnung. Zusammenhalt. Aber als Film, Entschuldigung, als Künstler muss ich, wird diese Phase bestimmt eine Auswirkung haben, weil das war interessant. Ja. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, den Film zu machen und Corona absolut zu ignorieren. Also das habe ich zum Schluss gemacht. Ich habe jetzt einen Film gemacht, wo Corona nicht vorkommt. Und es war aber eine große Diskussion. Und ich habe gespürt, dass ich zwiegespalten bin. Ja, soll ich es einfach mit einfließen lassen? Ja, dass die Leute nicht so nah... Wie mache ich es? Das war eine längere Beschäftigung. Und es war dann eine Entscheidung, wo ich nicht sagen könnte, das war jetzt die richtige. Es war eine Entscheidung, dadurch, also irgendwann werde ich vielleicht sagen, das war die richtige. Aber ich merkte, dass es in mir auch ein komisches Gefühl ist, jetzt so zu tun, als ob es nicht da wäre, inhaltlich in dem Film. Weil der Film halt natürlich vorher geschrieben war, da gab es Corona nicht. Aber trotzdem war es komisch, als Künstler jetzt was zu machen, mehrere Monate in einer Pandemie und es absolut zu ignorieren. Mhm. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, wenn man Filme sieht und sagt so, boah, die stehen aber ganz schön eng beieinander, die haben ja gar keine Maske auf. Also wie sich die eigene Wahrnehmung und Wirklichkeit auch schon verändert hat. Ich glaube, das ist auf alle Fälle immer eine Entscheidung, die man treffen muss. Also sonst hat man ja auch immer so einen Zeitbezug. Vielleicht ist es dadurch auch neutraler einfach. Ja, und es werden dann auch nochmal andere Filme gemacht. Also die Auswirkung inhaltlich, glaube ich, kommt natürlich. Es werden mit Sicherheit Filme mit diesem Thema erschaffen werden. Trotzdem habe ich zum ersten Mal gespürt, dass wenn etwas die ganze Welt beschäftigt, in der gleichen Zeit etwas zu drehen, wo das nicht mitspielt, ist ein komisches Gefühl. Und ich arbeite gerade künstlerisch und habe es nicht integriert. Und das war ohne jetzt, ich habe ja keine Lösung gefunden, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das war die falsche Entscheidung oder es war die richtige, aber es ist noch nicht zu Ende bei mir gedacht. Ich habe gemerkt, dass was hängen bleibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab so das Gefühl, vielleicht nicht von Anfang an gehabt, aber jetzt auch im weiteren Prozess, dass diese Pandemie, diese Corona-Krise einfach verdammt gut in diese Zeit passt. Also es lief ja vorher schon einiges nicht mehr rund, wenn wir jetzt an die Populisten denken, die überall an der Regierung sind, wenn wir an den Klimawandel denken, an den Brexit und so weiter. Da kommt jetzt diese Krise so on top. Irgendwie, wenn das jetzt ein Drehbuch wäre, Rosi, würden wir sagen, das ist schon, jetzt geht's ab, oder? Also da ist jetzt eine Metaebene drin, die richtig, richtig knorke ist. Und ich wär gern bei dir, Rosi, in der Hoffnung, dass wir daraus was lernen und dass es Entwicklungen gibt, die positiv sind. Ich habe jetzt gestern gerade die Kritik gehört zu Michel Houellebecqs neuesten Essayband. Der sagt ja, nach der Krise wird die Gesellschaft ein wenig schlechter sein als vorher. Also ich glaube, das ist jetzt im Moment offen. Wir arbeiten dran und je öfter wir darüber sprechen und dran arbeiten, glaube ich, desto besser. Du hast es schon gesagt, Zusammenhalt, Unterstützung, die braucht es natürlich. Und da würde ich gerne die Kollegin Birgit Bär vom Filmfernsehfonds nochmal direkt anfunken. Birgit, wie seid ihr jetzt konkret mit dem Rosi-Film Beckenrand-Sheriff umgegangen, wo man auf einmal sagt, es gab eine Planung und bumm, jetzt geht es so nicht, war klar. Was waren eure Anforderungen? Weil auch keiner kannte ja die Rahmenbedingungen. Wie seid ihr rangegangen? Habt ihr gesagt, ja, hier, wir stehen hinter euch, findet Lösungen und dann unterstützen wir das. Wie ist da euer Spirit? Ja, hallo erstmal. Also, hallo Rosi. Es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht so allgemein für den FFF und für die Kinoproduktion sprechen, weil ich ja doch andere Förderbereiche auch betreue. Aber es ist tatsächlich so, dass der Filmfernsehfonds natürlich von Anfang an in vielen Bereichen auch mit Corona-Pandemie konfrontiert war und natürlich auch alles von Anfang an versucht hat, da im Rahmen der Möglichkeiten die notwendige Unterstützung zu geben, von der wir ja alles nicht wussten, was da alles auf uns zukommt. Also
als erstes waren es eben die Kinoschließungen im März bis Juni. Dann konnten die ganzen Festivals, mussten abgesagt oder verschoben werden. Das war auch eine extreme Herausforderung. Und natürlich, dann ging es bei den Dreharbeiten. Ne? Können Dreharbeiten mussten unterbrochen werden? Wie lange? Wie geht es weiter? Und ja, das hat auch natürlich dann mehr Kosten verursacht, logischerweise. Und auch dafür wurde ein Hilfsprogramm aufgelegt. Also die Mehrkosten wurden, also ich möchte jetzt da meinen Kolleginnen nicht so weit vorgreifen, aber soweit ich weiß, wurden die Mehrkosten bei den laufenden Dreharbeiten, die vom FFF gefördert wurde, auch weitestgehend mit unterstützt und aufgefangen und konnten dann eben alle Dreharbeiten auch im Sommer durchgeführt werden. Und viele, viele Filme wurden eben auch fertiggestellt, was ganz toll ist, weil man musste so aufpassen. Und es gab ja auch vereinzelt Fälle. Und es ging aber trotzdem immer weiter. Und eigentlich wurde jetzt bis zum Dezember in München und in Bayern gedreht, weil es doch noch relativ eine sichere Region war. Also das war auch toll, dass man sogar dann auch von anderen Regionen oder sogar auch vom Ausland Anfragen hatte, ob man nicht in Bayern drehen kann, weil es da sicherer ist. Und jetzt mal so als persönlicher Moment, wo du gesagt hast, so wo, wir müssen tun, wir müssen so viel tun, schaffen wir das? Gab es da Momente, wo du dann morgens ins Büro gegangen bist und dachtest, boah, ich würde am liebsten auf dem Hacken kehrt machen und wir gehen, weil es zu viel ist? Das gab es nicht nur im Büro, das war ja das Interessante, war ja, dass sich alles auch so nach Hause verlagert hat. Das war ja diese ganze Corona-Pandemie, fand ich so einschneidend, dass man auf einmal eben nicht mehr ins Büro konnte und sich ja so per Handy oder eben mit neuem Notebook und vor allem auch schon von früh bis spät, weil man immer erreichbar war, auch beschäftigt hat. Und das stimmt, also mich hat die Arbeit eine Zeit lang sehr viel beschäftigt, weil mir die Branche, also auch die Kinos und die Festivals sehr am Herzen liegt und weil das natürlich auch alles so schwierige Entwicklungen waren und sich die Leute auch an uns gewandt haben natürlich und man natürlich dann auch versucht hat, da zu helfen, soweit es geht. Und also ich sag mal, die Förderaufgaben und die Zusatzprogramme waren natürlich ein Mehraufwand, aber wenn man dann sieht, dass man helfen kann, ist es ja gut. Aber auch diese ganze Umstellung auf diese und technischen Herausforderungen durch dieses Homeoffice, das war schon anstrengend. Ja, apropos Homeoffice, da würde ich gerne an Ludwig Sporrer und seinen Kollegen Daniel Sponsel weitergeben vom DocFest. Ihr seid ja auch direkt in die Corona-Krise in der Planung reingerutscht, das heißt im Lockdown. Und hattet ja auch eine fertige Planung und auf einmal definiert man sich neu. Und könnt ihr so aus eurer Erfahrung berichten, was waren eure Zeitvorläufe, was waren eure Ideen und wie ihr euch dann aufgestellt habt? Wir hatten sehr wenig Zeit. Birgit hat das ja auch ein Stück weit begleitet oder die Stadt, der Kulturreferent. Die Entscheidung musste innerhalb von einer Woche fallen, von dem Moment der Erkenntnis des Lockdowns hin zu der Frage verschieben, absagen oder online gehen, hatten wir tatsächlich nur eine Woche, haben alle Aspekte zusammengefasst, die uns als Wissen vorlagen, auch die Zahlen, haben das präsentiert und kamen alle gemeinsam zur Erkenntnis, also auch mit Förderern Stadt und Land, dass wir eine Online-Edition wagen. Und mit den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, würde ich jetzt im Nachgang sagen, dass das natürlich der richtige Schritt für uns war, weil wir wären dann am Ende ausgefallen. Wenn wir verschoben hätten, hätten wir irgendwo hin verschieben müssen, wo es dann nicht mehr funktioniert hätte. Und ausfallen war keine Option. Organisation, was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr euch euch dezentral organisiert? Jetzt sage ich mal was ganz Unerwartetes. Ich fand jetzt für das Management, und ich betrachte mich jetzt in dem Fall als Teammanager, eine grandiose Herausforderung, alles mal anders machen zu müssen. Das ist eine Riesenaufgabe gewesen und das hat Spaß gemacht. Ich mag das jetzt gar nicht so sagen, aber tatsächlich haben wir alle von zu Hause aus gearbeitet, wir waren 40 Leute zu der Zeit und das jetzt alles mal anders machen zu müssen, hat mir jetzt sogar Spaß gemacht. Also als reine Aufgabe, ich koppel das jetzt ab von dem Elend, was da hinten dran hängt, sozusagen. Aber diese Aufgabe, das zu managen, war einfach so wie mit dem Orchester mal anders zu spielen als sonst. Also
statt E-Musik spielen wir jetzt mal U-Musik oder umgekehrt. Es war alles anders. Neue Aufgaben, neue Kommunikationswege. Wir haben das aber sehr diszipliniert angegangen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir nur kurz gejammert und gelitten haben und dann diese Herausforderung einfach anzunehmen und dann auch diese Wege zu gehen. Das heißt, kannst du ganz kurz sagen, wie viele Leute wart ihr dann während des Festivals und wie viele haben im Büro gearbeitet, wie viele waren daheim? Also im Kernteam, dem Moment, wo uns sozusagen diese Strategiewechsel erwischt hat, waren wir 37 Leute, die es umzuorganisieren galt. Und zum Festival selbst werden es dann natürlich nochmal viel mehr. Die meisten waren natürlich zu Hause, weil das ging ja gar nicht anders oder durfte ja auch gar nicht anders sein. Wir waren hier im Büro immer so eine Rumpftruppe von vielleicht 4-5 Leuten, die tatsächlich, also ich war jeden Tag im Büro, weil es dann doch von hier aus auch mit dem Hintergrund hier einen anderen Eindruck vermittelt beim Zoom, als wenn man aus dem Schlafzimmer dann zoomt. Ja, ich habe lustigerweise, wie wir alle, sehr viele Privaträume in den letzten Monaten kennengelernt, wo wirklich, also auch Schlafzimmer, das fand ich ja dann auch so spannend, die Distanz hat dadurch, aber auch durch die Digitalisierung, finde ich, manchmal auch eine größere Nähe geschaffen, weil man doch mal Leute auch in einer anderen Umgebung gesehen hat. Ludwig hat ein kurzes Jammertal, du bist ein bisschen später dazu gekommen und dann ungebremste Energie für das Dogfest. Wie war das so ein bisschen aus deiner Warte? Daniel, hört jetzt mal weg. Du darfst offen sprechen unter uns. Das mache ich meistens. Ich würde aber gar nicht so sehr auf der Dogfest-Warte sprechen, weil ich ja da nur als Programmer und Moderator da beteiligt war jetzt in der Endphase. Ich bin ja auch in der AG Filmfestival und es startet... Entschuldigung, ganz kurz, die AG Filmfestival ist die Arbeitsgemeinschaft Filmfestival, ist ein Verband von über mittlerweile 90 Festivals in Deutschland, frisch gegründet im letzten Jahr. Und das war gerade in dieser Anfangsphase auch so krass, weil man da natürlich einen persönlichen Austausch einfach, der ist einfach idealer, damit man sich näher kommt, aber musste auch alles umgestellt werden. Entschuldigung, müssen wir einmal... Auf alle Fälle war die Situation einfach da, dass sich für die Vielzahl von Festivals, die es in Deutschland gibt, gab es ja ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Und die rechtliche Lage war ja gerade wegen den Förderbedingungen, das war für jedes Festival ganz anders. Und ich bin mit Lars Henning Gast, dem Leiter von Oberhausen, der ja auch sein Festival im Mai online stattfinden hat lassen, wie das Dogfest, haben wir versucht, die ganzen Informationen für die Festivals zusammenzuführen. Was bedeutet das jetzt? Was passiert, wenn ein Festival ausfällt? Was passiert mit den Förderungen? Weil es gibt ja auch Bedingungen, dass das Geld ja eigentlich nur fließen kann, wenn eine Veranstaltung stattfindet. Wie geht es darum, was bedeutet das rechtlich, Filme online zu streamen in der Zeit? Und das war in der Zeit eine wirklich große Aufgabe. Und das Tolle fand ich jetzt, dass auf einmal alle Festivals näher zusammengerückt sind. Sowohl als auf der nationalen Ebene, auch auf international, dass man auf einmal gesagt hat, wir sind alle im einen Boot und wir müssen uns jetzt zusammentun und mit der Situation, die sich jetzt krass geändert hat, umgehen. Und was in der Zeit auch ganz klar deutlich wurde, ist, dass wir, was bedeutet das auch für die Kino- und Spielorte? Da hat ja gerade Daniel im Dogfest, da haben wir etwas geschafft, dass wir sind zwar online stattgefunden, aber wir haben die Kinos, in denen das Dogfest eigentlich stattfinden würde, an den Zuschauernamen beteiligt. Also so ein Solidaritätsmodell, was sich eigentlich, glaube ich, durch alle Reihen durchgesetzt hat, dass wir alle solidarisch miteinander sind. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, was ich finde, was das Positive ist. Für mich persönlich war es, weil ich hatte dann im April ja auch Corona selbst. Ich gehörte zu denjenigen und muss sagen, es war für mich schon auch ein einschneidendes Erlebnis, zu Hause zu arbeiten, das zu erleben. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt im kommenden Jahr weiterentwickelt. Ich glaube auch, dass es viele Chancen gibt, sich aufzustellen. Und auch das Thema Unified Filmmakers ist ja auch etwas, was es vorher in der Form auf einmal ja noch nicht so gegeben hat. Und man sagt, gemeinsam können wir schaffen. Und auch mein Gefühl ist, dass wir schon auch enger zusammengerückt sind und das sozusagen dieses klassische, oftmals gelebte Konkurrenzdenken schon ein wenig reduzierter ist. Also deswegen würde ich auch noch mal ganz kurz auf zu Sigrid Najes gehen. Sigrid,
Above the Line als Agentur eben auch. Ihr arbeitet ja mit mehreren unabhängigen, also mit mehreren Agentinnen sowieso schon zusammen, seid dezentrales Arbeiten gewöhnt und kommt auch wieder zusammen. Wie hast du die letzte Zeit, die letzten Monate in deiner Arbeit empfunden? Magst du ein, zwei Erlebnisse sagen, wo du mit uns teilen, wo du sagst, boah, so ein Mist, und aber auch gleichzeitig sagen, boah, ja, jetzt habe ich auch was gelernt und ich glaube, dass es auch für die Zukunft wichtig ist. Auf verschiedenen Ebenen hat das ganz viele sehr schöne Nebeneffekte gehabt. Der eine ist, man fragt einander wirklich am Telefon oder auch per Stream, fragt man sich wirklich, wie geht's dir? Und die Menschen beantworten diese Frage auch etwas ausführlicher. Die Hektik in der Kommunikation ist nicht mehr so gegeben. Die Leute nehmen sich Zeit wirklich für Gespräche. Das ist was, was ich sehr schön finde. Das Thema Konkurrenzdenken hat sich im Moment extrem reduziert. Die Menschen, also die Agenten, alle untereinander tauschen sich engstens aus. Man fragt sich gegenseitig, wie kann ich hiermit umgehen, wie kann ich damit umgehen, was finden wir für eine Lösung. Was ich auch schön finde, ist, dass früher war es häufiger so, dass jetzt der Produzent an sich nicht nur der Verbündete war, sondern der Produzent an sich ist ja auch manchmal auf der anderen Seite. Also im Sinne von die Interessen, die wir vertreten, nämlich die Interessen der Autoren, Regisseure oder Schauspieler oder Kameraleute, sind ja nicht immer identisch mit denen der Produzenten. Systemimmanent, sage ich jetzt mal, allein schon finanziell bedingt und Bedingungen, die der eine oder andere geschaffen bekommt. Und das hatte sich in dieser Phase auch verändert. Es war wirklich, oder es ist vielleicht auch noch hoffentlich ein bisschen länger so, dass man echt aufeinander Rücksicht nimmt, nach dem Motto, Der Produzent sagt dir wirklich, ich kann das nicht, und dann glaubst du das. Das glaubst du in gesunden Phasen, glaubt man das nicht immer, wenn er sagt, ja, ich habe das Geld nicht, kann das nicht machen, dann weißt du immer, naja, vielleicht geht noch ein bisschen was hier damit, vielleicht der eine noch ein weiteres Equipment für die Kamera hat oder noch einen Drehtag aufmachen kann oder noch der Schauspieler sowieso eher die Rolle kriegen kann, auch wenn er eine Mark mehr kostet oder wenn er irgendwie sozusagen etwas kompliziertere Umstände hat. Also das sind für mich alles wirklich ausgesprochen positive Erlebnisse. Die negativen Erlebnisse, die waren wirklich zwischen Mitte März, wo es echt mit Karamba von 0 auf 100 runterging und bestimmt so bis in den Juli hinein. Das Elend von wirklich vielen Kreativen, also im Speziellen die Schauspieler, die niemand aufgefangen hat, und zwar gar niemand, kein einziges System, weil sie durch jedes System durchfallen, und das finde ich echt schwierig. Also da gab es auch viel Leiden, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Versuch der Agenten, allen zusammen auch wirklich ihnen zu helfen, mit, ich weiß nicht, dass wir alles mobilisiert haben, also wirklich, wir haben auch uns eng ausgetauscht mit den verschiedenen Verbänden. Bei den schreibenden Regisseuren hatte das einen Vorteil, weil die konnten auf einmal sich die Zeit nehmen, Stoffe zu entwickeln. Das Gleiche gilt für Autoren. Der Zeitdruck, etwas zu schreiben, hatte etwas nachgelassen, was auch wirklich ein sehr schöner Nebeneffekt ist. Und jetzt ist es allerdings so, ich sag mal, seit September ist die Hölle los. Ja? Also seit September habe ich gefühlt, dreht jeder. Alle sind hektisch, alle suchen nach Möglichkeiten, wie man auch gerade wieder bei Schauspielern, wie sie von einem Film zum anderen gehen können. Du hast entweder ausländische Restriktionen im Sinne von, wenn du von dem Risikogebiet A ins Risikogebiet B fährst, weil alles ist im Moment Risikogebiet, macht man das mit diesen 5 Tagen Quarantäne, wie macht man das Drehplan umstellen? Also die Logistik, und ich schätze mal, Rosi, du hast das vielleicht auch erlebt, aber die Logistik dahinter ist enorm. Und die Kosten, die dahinter steckten, und die Budgets, die explosionsartig zum Teil auf die Produzenten zukommen und zugekommen sind, die sind echt nicht lustig. Und gerade, ich sag mal so, unser Hauptgeschäft jetzt, das der Agenturen findet, wirklich im Fernsehen und aber inzwischen auch bei den Streamern statt. Und bis jetzt, außer 1, 2 ernstzunehmenden Unterstützungen, ist die Unterstützung für die Produzenten gerade in dem Bereich recht begrenzt. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Angeblich ist das so, aber boah, also ich weiß nicht, ob alle Produzenten das
wirklich überstehen, diese Phase zum einen. Und zum zweiten, die Agenten, die in erster Linie Schauspieler vertreten, haben es, glaube ich, auch echt schwer, genauso wie die Schauspieler es zum Teil echt schwer haben. Jetzt mein eigener Laden hat den Vorteil, dass wir so ein Gemischtwarenladen sind. Das heißt, wir vertreten verschiedene Gewerke und damit kann sozusagen einfach mal auch firmenintern das aufgefangen werden. Aber sozusagen, das waren jetzt die negativen Seiten, aber die emotional positiven Seiten, zumindest was jetzt so meine sehr persönliche Wahrnehmung betrifft, sind wirklich hervorzuheben, gerade was den Zusammenhalt der Menschen, wie gesagt, betrifft und die Zeit, die man sich für Kommunikation genommen hat. Das finde ich wirklich was Schönes. Ja, das habe ich auch mal wieder festgestellt, dass man auch diese Frage, wie geht's dir? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leute das alles unernst nehmen, aber die ist, wird ernster, viel, viel ernster und offener genommen. Und ich nehme jetzt mal Zeit, hier eine Viertelstunde auch mal bitte, und ich will jetzt wissen, was mit dir ist. Und jetzt auch viel mehr auch der Mensch noch dahinter zum Vorschein kommt. Und das finde ich so wichtig, weil ich hoffe auch, dass das nicht verloren geht, also diese Aufmerksamkeit, die man den Leuten so untereinander schenkt. Und weil es so wichtig ist und das sind Lerneffekte, die müssen auch bestehen bleiben, weil ich glaube auch, dass das immer Teil dieser Passion Kino ist, die man dann auch dann wieder so neue Projekte mit einfließen lassen kann. Auch da nochmal an den Rosi, meine Frage, im Team während des Drehs, hast du auch das Gefühl gehabt, ich meine, klar, du arbeitest ja häufig mit Leuten zusammen, die du schon lange kennst, dass du da auch nochmal die Leute nochmal intensiver kennengelernt hast? Da habe ich jetzt keine, ich meine, so ein Filmdreh ist immer, das wird immer zu einer Familie zusammengeschweißt. Das ist immer Extremsituationen, wir sind so viel aufeinander, jeder hat seinen Druck, jeder will das Beste geben, da müssen wir sowieso zusammenhelfen. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied in dem Sinn gespürt. Es war wirklich einfach von unseren, eher eben bei uns Produzenten, Herstellungsleiter der Tom Blieninger, der die Produktion geführt hat, der Druck, die Anspannung, ob wir alles überstehen, da habe ich das gespürt und da habe ich gemerkt, dass wir wirklich immer wieder Besprechungen gehabt haben, hey, wie wuppen wir den Film, wie machen wir das, wie gehen wir damit um und dass wir dann, da sind wir nochmal näher zusammengerückt, ja, dass die sich darauf verlassen konnten, dass wir reagieren werden, wenn was ist und sowas. Aber so jetzt vom Team ist es eh immer der Hammer. Also da habe ich eh Glück und Und auch da nochmal, es hat ja dann was Positives, wenn man die Leute auf einmal denkt, so, schau mir in die Augen, Kleiner. Das finde ich halt total, das ist jetzt echt ein guter Spruch. Und man kommt an die Leute mehr ran, wenn man Leuten in die Augen schaut. Ach, Thorsten? Ja. Darf ich ein Thema kurz ansprechen, weil wir ja... Du darfst alles. Ganz tolle auch Runde du darfst sind. Alles. Also auch eine gute Chance, also einfach mal in der Runde auch mal über die Zukunft des Kinos gerade zu sprechen, weil es ist gerade Lockdown, die Kinos sind alle zu, wir wissen nicht, wann sie aufmachen, wir wissen nicht mehr, ob die Berlinale so stattfinden wird. Sundance hat sich gerade entschieden, dass es in den ganzen Staaten stattfindet. Und da wird mich schon auch von uns die Vorstellungen interessieren, wie wir die nähere und mittlere Zukunft sehen. Wer mag anfangen? Also wie ist eure Vision vom Kino? Da müsste man, glaube ich, hellseher sein, um das zu wissen. Aber ich sage mal so, auf der anderen Seite ist es so, dass die Filmemacher hinter und vor der Kamera, sage ich jetzt mal, alle mit einem Begriff zusammengefasst, leiden zum Teil extrem. Also es gibt ja Leute, die bis jetzt ausschließlich Kino gemacht haben und auf einmal das gesamte Medium für das sie gebrannt haben und gelebt haben, auf einmal so nicht mehr stattfinden kann und jetzt sich die Frage stellt, wo wird ihr Film ausgewertet? Ja, ich will gar nicht mal von der Herstellung reden, ich rede jetzt erstmal nur von der Auswertung von Filmen, die fertig sind. Das ist echt schwierig und richtig schlimm für manche Filmemacher, für die Kinos mal. Sowieso, weil alle auch voneinander leben und von der Aufmerksamkeit leben. Und die nächste Frage, die sich stellt, sind die Streamer eine gute Alternative? Ich glaube, sie sind nicht eine Alternative, aber ich glaube, sie sind im Moment das Allerbeste, was uns allen passieren konnte, weil die Filme wenigstens gesehen werden können.
und womöglich auch noch weltweit zeitgleich gesehen werden können. Also insofern empfinde ich das im Moment als einen Segen. Und es gibt aber andere Filme, die natürlich, ich sage mal, das große Kinopublikum brauchen, allein schon von der Art, wie sie hergestellt wurden. Und ich sage mal auch, ja, von der Perzeption, wie sie angedacht waren, die werden halt geschoben. Insofern frage ich mich, was wird eigentlich nächsten Herbst passieren oder nächstes Spätfrühjahr? Da kann es ja nur den Komplettstau geben. Ja? Also wie das gelöst werden soll, weiß ich auch nicht. Aber ich kann nur sagen, die Emotionen bei manchen Filmemachern sind sehr traurig. Ja, so wie du es gesagt hast, Sigrid, das finde ich auch, dass das eigentlich dann ein großes Glück ist. Daniel hat es ja auch gut ausnutzen können. Da würde mich dann auch interessieren, ob euer Festival dann sich jetzt auch ändern wird. Ich musste da auch meine Einschätzung so ein bisschen revidieren, weil für mich immer Streaming nicht so schön angedacht war, aber jetzt natürlich eine super Alternative und was für ein Glück, dass es das überhaupt gibt. Aber es ist was anderes als eben das Kino-Event. Ich denke, dass man auf alle Fälle irgendwie die Kinos unterstützen sollte, politisch oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau wie, wir versuchen da auch gerade was mit einer kleinen Initiative über Till Hoffmann, dass die nach draußen, dass die auch Plätze draußen mit Open Airs oder was finden können für den Sommer jetzt auch und dass die auch vielleicht irgendwie Veränderungen zulassen müssen. Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch zu naiv, aber ich sehe mich wahnsinnig danach, gemeinsam mit Publikum ein Kinoerlebnis zu haben, wenn das innen demnächst nicht geschehen. Vielleicht ist eine bisschen eine Möglichkeit, dass man es auch außen geschehen lassen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann vorbei ist und sich irgendwann wieder normalisiert und die Leute wieder den Mut haben, auch ins Kino zu gehen. Das ist natürlich, aber das wird, was Sigrid auch gesagt hat, dieser Stau, der nächstes Jahr sein wird, der wird wahrscheinlich da sein, aber wird vielleicht in 2-3 Jahren dann auch wieder aufgehoben sein. Hm. Aber Rosi, das ist eigentlich ein super Ansatz, sozusagen jetzt wie die Restaurants mit ihren Schanigärten, hat man dann so kleine Outdoor-Kinos, wäre sicherlich auch mal ein Ansatz. Also auch das, also einfach nochmal, aber ich finde, es muss gebunden werden, dass die Kino, ich finde diese Kinostruktur, vor allen Dingen in Bayern, ich habe ja viele Kinotouren gemacht und wirklich in Bayern, das ist so toll, wenn du zu Familienbetrieben hinkommst, wenn du zu kleineren Kinos oder kleineren Ketten, wie auch immer, da sind solche tolle Seelen in den Kinos. Und dass das mit denen an die gebunden ist und dass man das irgendwie schafft, dass die überleben können und ja, weiter Kinobesitzer sind. Ja, also Seele braucht es, glaube ich, auch. Und ich glaube aber auch, dass Kinos, die eine Seele haben und mit Seele betrieben werden, dass das auch Orte sind, die immer weiter die Menschen mit ihren Träumen mitnehmen werden. Also das glaube ich, ist schon wichtig. Aber Seele braucht es. Also das ist schon mal ganz essentieller Teil. Aber zur Seele braucht es halt auch die Kohle und die Unterstützung und auch die Möglichkeit. Das war ja, ich weiß, wir haben ja im Sommer auch versucht, ich war mit verschiedenen Leuten, Kinobesitzern im Gespräch, wo was stattfinden kann. Und die waren eben von der Bürokratie teilweise, wussten nicht, wie ist das Hygienekonzept, wie viele Leute. Und dass das jetzt schon angepackt wird für den nächsten Sommer, damit dann Regularien stehen und damit dann klar ist, so und so wird es gemacht und die Möglichkeiten habt ihr und die Kommunen sind angewiesen, nicht irgendwie zu bremsen und ängstlich zu sein, sondern unterstützend, hey, passt auf, hier gibt es die Möglichkeiten, wir besorgen euch Toiletten oder helfen zusammen, dass das in diesen Ortschaften dann auch wirklich einen Ruck und was zusammen passiert, damit Spielstätten stattfinden können. Was mein Erlebnis ist, dass ich durchaus schon mit Festivalleitern gesprochen habe, die wissen nicht, ob sie in näherer Zukunft in ihrer Stadt ein richtig großes Kino haben, wo das Festival stattfinden kann. Und von Birgit weiß ich auch, es gibt viele Kinos, was ich jetzt mehr als Popcorn-Kino bezeichne. Die inhabergeführte Betriebe, die auf Blockbuster angewiesen sind, wo es darum geht, dass auch viele Menschen da sind, dass sie Popcorn verkaufen, alles weitere, dass und die eigentlich auch nicht in eine kulturelle Förderung fallen. Und ich habe schon auch das Gefahr, und gerade weil sich ja auch viele Majors eine andere Strategie haben, dass sie sagen, okay, wir bringen Filme nur noch auf unseren Streamingdiensten raus oder es gibt Day-to-Date-Verlagerungen, dass uns in der Hinsicht gerade in der Breite des Landes
viele Kinos wegfallen können, die wirklich gefährdet sind. Und ich spreche jetzt gar nicht so sehr von den Arthouse-Kinos, die sind ja das Leid und schon über die Jahre gewöhnt. Und da würde mich auch Birgits Meinung interessieren, wie sie das sieht, was man da eigentlich von staatlicher Seite oder von einer Förderinstitution aus sehen kann, was kann man da machen und wie siehst du gerade die Zukunft, weil man kann ja sagen, dass vielleicht ein Drittel der Kinos wirklich wegfallen könnte. Ich wage es natürlich nicht, weil ich weiß es auch nicht. Ich bin auch keine Filmpolitikerin, die diese Entscheidung treffen kann, aber ich kann natürlich einfach mal so aus der Erfahrung sprechen. Also ich muss dem Ludwig natürlich recht geben. Es gibt erstmal natürlich eine schon sehr gewachsene und lebendige Kinostruktur noch. Und auch den kleinen und den Arthouse-Kinos, muss man sagen, ging es auch in den letzten Jahren doch relativ gut. Also die hatten sich auch verbessert und es waren Besucherzuwächse und sie haben sich eben auch bemüht und haben sehr viel in Ausstattung und persönliche Ansprache investiert. Und da ist die Seele da, ja. Und da habe ich auch weniger Sorge, zumal sie ja auch dieses doch eher ältere Publikum ansprechen, das ja auch nach wie vor noch ins Kino geht, was wirklich schon ein Problem sein wird, ist, wie bekommen wir die Generation der Leute, die überhaupt nicht ins Kino gehen, da gibt es ja relativ viele, oder die Jungen ins Kino, die jetzt auch eben verstärkt streamen oder in der Zwischenzeit nur noch streamen, wie bekommen wir die zurück? Und das sind genau ja auch die Leute, die in die großen Kinos gehen, in die größeren Kinos, wo auch mehr die Popcorn-Filme laufen. Das ist eine Herausforderung und bis jetzt musste man diese Kinos nicht unterstützen, weil es waren Marktkinos, die auch so funktioniert haben. Und im Moment trifft das die Krise natürlich alle Kinos und auch diese Kinos müssen unterstützt werden, brauchen Unterstützung. Es gibt jetzt über die Corona-Pandemie auch Hilfen, also sie werden zumindest aufgefangen. Aber wie es danach weitergeht, kommen die Leute zurück ins Kino, gerade die junge Generation. Und ja, eigentlich bin ich optimistisch, weil ich glaube, nach der langen Zeit des Lockdowns, wenn es im Herbst wieder losgeht und wie ihr alles sagt, es gibt dann ganz viele Hollywood-Filme und andere Filme, die da am Start sind. Und das Erlebnis, einen Film auf der großen Leinwand zu sehen, das kann man einfach nicht ersetzen. Und ich glaube schon, dass die Leute es ein bisschen leid sind, nur noch sich im Internet zu bewegen und alles virtuell zu erleben. Und dass wenn Kinos und Freizeitstätten und Restaurants wieder und Konzerte und Partys alles möglich ist, dass wir da sogar hoffentlich dann nächstes Jahr eine Renaissance erleben, weil irgendwie sind wir auch alle ja ausgehungert. Und es kann auch so sein, dass das Kino dann ein ganz großes Revival oder eine Renaissance erlebt. Das wäre so mein Wunsch. Aber alle werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Danke. Daniel, ja, deine Vision Kino? Meine Vision Kino, ja. Ich würde schon die Prognose wagen wollen, oder andersrum gesagt, bei uns auf dem Festival, ich weiß nicht, Luke, ob du diese Vorgaben jemals hintergangen hast, aber wir haben in der Kommunikation das Wort Streaming verboten. Wir haben zu keiner Zeit gesagt, dass wir als Festival streamen. Wir haben gesagt, wir haben eine digitale Leinwand. Weil mit dem Wort Streaming ist dann immer sofort was ganz anderes auch gemeint. Weil was jetzt hier völlig verloren geht, ist die Qualitätsdebatte. Es gab und gibt gute und schlechte Filme im Kino und es gab und gibt gut und schlechte Filme im Fernsehen. Es gab und wird weiterhin geben oder auch nicht gut und schlechte Filme von Streaming-Anbietern. Und Kino kann nicht heißen automatisch gute Filme und das ist ein Qualitätslabel und Streaming heißt automatisch schlechte Filme. Weil darauf läuft es gerade so ein bisschen hinaus, dass wir die Qualitätsdebatte aus den Augen verlieren. Und ich kann jetzt ja hier nur für den Dokumentarfilm sprechen. Der Dokumentarfilm hat im Kino in den letzten Jahren jetzt keine großen Zahlen mehr geschrieben. Und die dringende Verbindung der digitalen Leinwand mit der richtigen Leinwand ist meines Erachtens der Weg, um den wir gar nicht drumherum kommen sollten, weil wir hier ja wirklich um eine Erweiterung des Publikums sprechen. Wir sprechen nicht davon, dass die digitale Leinwand der Leinwand Leute wegnimmt, sondern wir reden davon, dass ja ganz viele Menschen, vielleicht würden die ja ins Kino gehen wollen, können aber nicht, weil das nächste ist 50 Kilometer entfernt oder ich habe drei Kinder, die noch schulpflichtig sind und kann abends nicht aus dem Haus. Das heißt, die Verknüpfung, das ist ja das Wesentliche, wo uns jetzt das noch Modell fehlt, dass die Kinos wirklich verknüpft sind in der Auswertungskette mit der digitalen Leinwand. Das ist für mich das Geschäftsmodell der Zukunft und ich würde wünschen, dass wir daran intensiver arbeiten, als dass wir uns über diese Kanäle andauernd streiten. Das, was jetzt gerade ja so ein bisschen passiert, dass, wie gesagt, Kino heißt automatisch Qualität und Streaming heißt automatisch böse.
Ich glaube nicht, dass es dass die Debatte ist, ob dass das eine schlechter ist, weil wir schauen Filme auf den verschiedensten Wegen an. Was es mir ging, ist nur, ob man einen Kulturort erhalten muss, der gerade sehr gefährdet ist. Und das ist in meiner Ansicht nach ähnlich wie den Theatern und den Museen in der Kunst, und dass da ein Wandel ist, dass mehr Förderung in diese Orte geben muss. Wie Daniel auch wirklich sagt, es ist wichtig, denn die Kino mit der digitalen Welt zu verbinden, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es da auch einen Wandel im Denken gibt. Du, ganz kurz eine Anmerkung. Du hast einen Artikel vorgestern gepostet, Luke, von Bernhard Karl, der ja genau das betreibt, was ich jetzt gesagt habe. Der sagt ja wörtlich, du kannst im Internet keine Filme gucken. Und das ist natürlich ein totaler Quatsch. Erstens gucke ich keine Filme im Internet, sondern ich gucke sie auf einem Endgerät, und das kann ja zu Hause auch dementsprechend gut sein. Und erstmal sollte es doch um den Film gehen. Also das heißt, wenn ich einen guten Film sehe, dann kann ich den vielleicht auch gut zu Hause gucken. Ich kann auch ins Kino gehen oder sollte das. Aber diese Trennung aufzutun, den Leuten abzusprechen, dass du zu Hause keine Erlebnistiefe haben kannst, dass du nicht mal einen Film sehen kannst, das macht die Sache jetzt tatsächlich schwieriger, als sie sein müsste. Ich wollte nur auch sagen, dass ich nicht so schwarz-weiß gehen kann. Ja. Aber ich finde, Kino hat natürlich nochmal eine andere Qualität wie beim Theater, dieses Miteinanderschauen. Bei einer Komödie ist es elementar, glaube ich sogar, Daniel. Aber das ist dann wieder auch unterschiedlich. Ich sage jetzt Streaming und das Endgerät werden auch immer besser, die Home-Kinos. Das wird man nicht außer Acht lassen können, und das wird auch die Zukunft mit sein. Ich denke dann manchmal trotzdem, und das würde mich interessieren, Daniel, eben, ob das dann auch beim Rausbringen von Filmen eine Gleichzeitigkeit haben sollte, also solche Sachen, oder ob es noch ein Hintereinander geben sollte, ob, wenn du es gleichzeitig rausgibst, ob wie du, so wie ich jetzt spüre, du denkst, es ist auf alle Fälle eine Erweiterung vom Publikum, was ich auch so glaube, aber ob es dennoch in der großen Schnittmenge einfach ein bisschen was vom Kino wegnimmt und dadurch die Kinos noch schwerer haben beim Überleben. Und ob da nicht, das finde ich, glaube ich, schon dann zumindest zum Überlegen, wie ist die zeitliche Abfolge von solchen Releases, Rausbringungen und ja. Aber du hast natürlich recht, wobei ich nicht bei allem dir recht gebe. Zum Beispiel eben bei einer Komödie, ob ich in der Gemeinschaft lache, wirkt der Film, oder auch nicht nur bei der Komödie, aber da ist es am offensichtlichsten, ist eine andere Reaktion, als wie wenn ich ihn daheim anschaue. Und da ist schon das Gemeinschaftsgefühl, gehört zum Kinoerlebnis. Ich glaube aber, das Ganze hat immer so eine Wellenbewegung oder ein Pendel. Ich vermute mal, es ist eine Frage der Zeit, dass es wieder, ich sage mal, spannend wird, mit den Freunden ins Kino zu gehen und nicht mehr jeder alleine für sich selber vor seinem Bildschirm sitzen. Weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass hatten Sie vorher gesagt, Frau Bär, das könnte wie so ein Backlash, aber ein Positiv in diesem Fall geben, dass die Leute nach diesen ganzen einsamen Phasen, also wenn du alleine zu Hause lebst oder mit einem anderen Menschen zu Hause lebst und kaum noch Kommunikation mit anderen Menschen hast, dass dieser Moment des gemeinsamen Erlebnisses wiederkommt. Und ich muss auch noch was zu Rosi sagen. Also eine Komödie alleine zu gucken, ist ja niedlich. Dann sitzt du vor deinem Fernseher und sagst, hey, ist das lustig. Aber wenn du mit Freunden im Kino sitzt und dieses gemeinsame Erlebnis hast und alle zusammen losprusten vor Lachen, das finde ich schon was Tolles, genauso wie ich es auch toll finde, wenn irgendwie alle zusammen im Kino sitzen und sich fürchten vor irgendeinem, was weiß ich was, also was Spannendes ist, ja. Also ich glaube wirklich, dass dieser Moment des gemeinsamen Erlebnisses vielleicht sogar, jetzt nicht missverstehen, aber dank Corona ein positives Pendelerlebnis werden kann und noch, noch wie so ein Nebeneffekt. Es gibt ja immer so, alles was Neues ist erstmal spannend. Also es war irgendwann spannend, von VHS auf DVD, von DVD auf Blu-ray, von Blu-ray auf weiß der Geier wohin zu gehen. Oder dasselbe von der Schallplatte zum CD. Und jetzt geht's wieder zurück. Das Gleiche ist mit der Musik. Auf einmal hören wieder die jungen Leute Musik, die in meiner Jugend das Coolste überhaupt waren und noch vor 10 Jahren gebasht wurden. Also ich mache mir jetzt in dem Sinne keine grundsätzlichen Sorgen, ob es das Kino noch gibt oder nicht. Und ich fände es auch ganz toll, wenn das Kino schafft, aus dieser Ecke des Bedürftigen rauszukommen, sondern dass das Kino einfach wieder ein Platz wird, der echt sexy ist, dorthin zu gehen
und sich zu treffen. Also so dieser Moment von wegen, wir dürfen nur unterstützen, damit es sich sozusagen hält, finde ich eigentlich verkehrt. Ich glaube, sagten Sie auch, wenn Frau Bär, dass dieser Versuch von vielen Kinobetreibern, den Platz wieder spannender zu gestalten, mit dem Publikum wieder mehr in Kontakt zu kommen, ich glaube, dass das ein großer Moment der Zukunft ist. Und ich gebe dem Ludwig recht, dass ich glaube, dass Filmfestivals eine völlig andere Funktion kriegen werden, nämlich als echtes, als, ich sag mal, wie so eine Art Werbeplattform für das Kino, aber auch vielleicht für eine digitale Leinwand. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Es ist eine spannende Diskussion, gerade weil ja, sag ich mal, die Studios jetzt massiv, weil sie nicht gefördert sind, sie können die Filme so rausbringen auf Distributionskanälen, wie sie es für richtig halten, ja schon Realitäten lange gedacht haben und sie jetzt auch massiv schaffen werden. Das heißt, ein Film kommt auf einem Service bei Ihnen raus, ob das jetzt digital ist und oder vielleicht, ob Sie ins Kino gehen. Eine vielleicht auch eher jüngere Zielgruppe, die sich massiv aus dem, sag ich mal, konsumiert, Filme im Netz mit Endgeräten, die kleiner, größer, wie auch immer sind. Und wir durch unsere Denke, dass es eben bestimmte Auswertungswege geben sollte, die ja auch vom Gesetzgeber gefördert sind, eher eine Parallelwelt befeuern und schon eine Publikumsgeneration verloren haben, die es gar nicht mehr gewohnt ist, ins Kino zu gehen. Ich liebe Kino. Ich sage ja auch mal, mein Motto ist immer, Kino lebt. Und es lebt nämlich, weil die Menschen, die dort sind, sich gemeinschaftlich ein Erlebnis teilen. Und das ist für mich auch unersetzbar. Aber wie jetzt so Auswertungsfenster sind, weiß ich auch nicht. Sollte es gleichzeitig sein? Sollte es bestimmte Abfolgen geben? Sollte man sagen, okay, Kino und einen Monat danach geht es dann ins Home Entertainment digital? Also es wäre auch mal eine Frage an euch, wie würdet ihr euch das denn vorstellen? Sollte man einfach sagen, der Film ist der Film und Kino ist Kino, deswegen gehen die Leute ins Kino und wer Bock hat, kann ihn zeitgleich zum Kinostart auch auf seinem Endgerät im Internet sehen? Ich glaube, das wird so sein, dass man sich am Ende entscheiden kann, schaue ich mir den Film im Kino an, schaue ich mir zu Hause, in welcher Form auch immer. Also ich glaube, der Pfad ist schon sichtbar. Und ich denke auch, dass gerade Filmfestivals eine viel wichtige Rolle spielen bei der Auswertung von Filmen im Kino. Es gibt viele Filme, da macht es kaum einen Unterschied, ob ich den Film zu Hause oder im Kino sehe. Aber es gibt eben Filme, die wo man diesen Ort Kino, das Kinodispositiv braucht, dass man diesen dunklen Raum ist, wo es diesen Zwang zur Wahrnehmung gibt. Die werden sicher darunter leiden, weil das ist eigentlich, aber ich glaube, es wird auf diesen Weg hingehen, dass es keine Fristen geben wird, weil das merkt man schon an den Ankündigungen von Warner, von Disney, von diesen ganz großen Playern, dass der Weg eigentlich schon der erste Schritt gegangen ist. Ja, aber ich glaube, bevor wir über die Auflösung der Sperrfrist sprechen, müssen wir über das Erlösmodell sprechen. Wenn wir kein Erlösmodell haben, das quasi die Verwertungskette gegenseitig partizipiert, dann wird es einen Kampf darum geben, der unsäglich ist. Wenn wir ein Erlösmodell haben, dann können wir tatsächlich, und dafür würde ich auch plädieren, unterschiedliche Modelle anwenden. Also der Dokumentarfilm hat es ja jetzt schon geschafft, über die AGDOC zum Teil die Kinosperrfrist auszusetzen zu lassen, weil es quasi diese Sperrfrist verhindert dann möglicherweise wirklich nur die Auswertung des Films. Das hat es ja schon gegeben in Einzelfällen von der FFA freigegeben. Und tatsächlich muss man sich das von Film zu Film oder von Genre zu Genre auch anschauen. Aber wie gesagt, erstmal das Erlösmodell. Und das andere, was ich noch anregen wollte, das hast du reingebracht, Thorsten, jetzt. Wir laufen ja jetzt gerade Gefahr, eine junge Generation von Menschen für die Filmkultur vielleicht ganz zu verlieren, weil die über ihre Geräte nur einen Zugang zum Netz haben und dort konfrontiert werden mit Laufbildmedien, die wir ja gar nicht meinen. Wir reden jetzt über Filmkultur und die so. Und wenn wir die aber dort erreichen, wo wir sind, und ich schlage die Brücke mal zurück zu meiner Kindheit. Ich habe doch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das meiste an Filmkultur, an den Kanon der Filmgeschichte, habe ich doch nicht im Kino gesehen, sondern mit meinen Geschwistern zu Hause im Fernsehen. Und ehrlich gesagt, habe ich damit einprägsame Erlebnisse mit Rio Bravo, keine Ahnung, Citizen Kane, die habe ich doch im Fernsehen gesehen.
Und aber die hast du gemeinsam noch im Fernsehen. Wahrscheinlich. Ja, aber ich habe die auch erlebt. Also ich bitte eben im Sinne von Bernhard Kahlen mir nicht abzusprechen, dass ich diese Filme nicht erlebt hätte. Ich hab solche Erlebnisse mit diesen. So, und das hat mich cinephil gemacht. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Also das ist ganz kurz, Daniel, nochmal auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen. Was du sagst, hast du über Lösmodelle gesprochen. Ich sag mal provokativ, Filmstudios, Hollywood-Studios, die zu großen Konzernen gehören, die nicht zwingend mal was mit Film zu tun haben. Glaubst du, dass die Interesse an Erlösmodellen haben, um sich ihre Erlöse mit Kinos zu teilen? Ist es nicht? Die Studios haben ein einziges Interesse, so viel Geld wie möglich zu generieren, letztendlich, weil es ein Wirtschaftsaspekt ist. Wenn es Modelle gibt, die genau das gewährleisten, also sowohl die Erlöse im Kino als auch auf der digitalen Leinwand, dann werden sich da überhaupt nicht gegen wehren. Viel hilft viel, ganz einfach. Also ist der Gesetzgeber erstmal gefordert, oder? Also das und trotzdem Fristen, beispielsweise in Russland werden Filme rausgebracht, die dann nach 4 Wochen also erst Kino, dann nach 4 Wochen Home Entertainment und weitere Auswertung. Schwebt dir ein Modell vor oder sagst du auch Kinostart, Digitalstart zu einem Zeitpunkt Day and Date? Also es muss auf jeden Fall, wie du schon jetzt aus Russland skizzierst, zeitnah sein, weil das der wesentliche Aspekt ist doch für die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit, kannst du für einen Film letztendlich nur einmal richtig Aufmerksamkeit generieren. Also du kannst nicht sagen, jetzt ein halbes Jahr versetzt, der hat dann, wenn er im Kino durch ist und jetzt in die digitale Leinwand kommt, dann wieder Presseartikel oder Bericht. Das heißt also, man muss schon dann die Aufmerksamkeit nutzen. Das muss nicht zeitgleich sein, aber es muss zumindest nur leicht versetzt sein. Wäre jetzt mein Ansatz. Ich bin noch nicht automatisch für einen zeitgleichen Start. Aber das gilt es vielleicht auch auszuprobieren, ne? Wenn man auf der Seite der Kinos steht, dann darf man natürlich das Auswertungsfenster nicht in Frage stellen, aber es ist einfach so, es ist nicht mehr, also wir werden es nicht mehr aufhalten können. Ich halte, glaube ich, es schwierig für einen, also gleichzeitiger Startvideo und oder Streaming und Kino halte ich für das Kino sehr gefährlich. Aus Produzentensicht verstehe ich das natürlich. Ich denke, vielleicht ist eine gute Lösung, Pakete anzubieten. Dass man vielleicht auch, weil man Kinokarte plus vielleicht ein Online-Ticket, das dann auch, von dem das Kino eben auch irgendwie partizipieren kann, das wäre ganz wichtig. Und im Augenblick sind ja die Online-Angebote sehr günstig. Ich glaube, das ist auch das, warum so viele Leute online konsumieren und dann sagen, warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich zu Hause den Film für 8,99 € ansehen kann. Und wenn ich mit der Familie gehe, dann kostet das mich 4 Eintrittskarten und Popcorn und Getränke. Und ich glaube einfach auch, dass die Produzenten gut daran täten oder Studios auch über das Preismodell ihre Online-Angebote nachzudenken. Also das auch höherpreisig anzusetzen, damit man doch ein bisschen noch so auch gerade die Exklusivität von Kino- und Hollywood-Filmen zu schätzen weiß. Ich glaube, dass der jetzt noch, glaube ich, gelebte Abstand von 6 Monaten echt zu groß ist, weil auch der Erlebnis Moment, Aktualität von Themen gegeben ist, auch was Rosi vorhin sagte, nach dem Motto, sollte er oder sollte er nicht das Corona-Thema in seinem Film berücksichtigen oder nicht? Also wenn der Film dann, ich sag mal, in 2 Jahren erst beim großen Publikum landet, dann ist das Thema Corona vielleicht eh durch, weiß man's, und dann hat das irgendwelche komischen Auswirkungen. Also ich habe keine wirklich gute Antwort auf das Fenster. Wenn es so einfach wäre, sicherlich hätte man da schon Lösungen gefunden. Sigrid, spannend, was du sagst. Vor dem zweiten Lockdown hat es ja einen Run auf die Kinos gegeben. Ne? Da sind ja die Leute dann natürlich mit den entsprechenden Auslastungsgrenzen reingegangen. Da merkt man ja, dass es attraktive Orte sein können. Bei mir ist auch so, und das hatte Rosi ja auch vorhin so schön gesagt, und wie Kino, Seele, dass so vielleicht so reine Abspielstätten, die ein, sag ich mal, ihr Geschäft machen, wie sie es bisher gemacht haben, sicherlich vor einer größeren Herausforderung stehen in der Zukunft als Leute, die sich, sag ich mal, in der Programmierung, auch im Umgang mit ihren Gästen sowieso schon anders aufgestellt sind. Weil für mich ist gefühlt Kino mittlerweile auch eher so was wie so eine gut geführte Gastwirtschaft, ja.
wo man Präsenz zeigen muss, wo du reingehst, wo du auch den Zuschauer umarmst. Der Zuschauer will umarmt werden, weil das Konkurrenz-Freizeitmodell ist einfach so viel gefächert. Kino ist dann eine Form. Das Lustige ist ja auch, um das Thema Festivals nochmal zu bemühen, da merkt man ja, da funktioniert es ja anscheinend. Ja, glaube ich, mehr denn je. Und mehr denn je. Und das ist ja das Krasse. Klar kann man nicht alles eventisieren, aber das Thema Zusammenkommen, Vielfalt, Austausch und sich wohlfühlen und umarmt fühlen, sind ja alles, das sind ja schon Dinge, die man herstellen könnte, als auch als Kinobetreiber. Es ist nicht so, also ich käme ja zum Beispiel bei den Kammerspielen oder Volks, die 30 Millionen im Jahr bekommen, nicht darauf, dass sie unsexier sind oder ein schlechteres Programm haben oder nicht die Ansprache machen, nur weil sie die 30 Millionen bekommen, sondern weil es notwendig ist, dass die Theater so unterstützt werden. Machen uns auch kein Problem, dass ein Neubau oder eine Renovierung in Frankfurt für das Schauspielhaus 600 Millionen kostet. Das ist kein Problem. Auch beim Museum, wenn man überlegt, wie viel die Pinakothek der Moderne nochmal gekostet hat. Aber wir sagen, ja klar, wir brauchen diese Orte. Und ich finde, dieser Gedanke muss auch bei den Kinos und Filmtheatern ankommen. Dass Film genauso wie Theater oder Kunst genauso gefördert werden muss. Und das ist, finde ich, auch ein Weg, der gedacht werden muss, auch in Deutschland. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Bitte. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Museum und Theater versus Kino ist, du kannst ein Theaterstück oder ein Museum nicht woanders wahrnehmen, außer in den jeweiligen Räumen oder Gebäuden. Und ich sag mal so, beim Film hast du die Möglichkeit von mehreren Auswertungsformen. Also für mich ist Kino ein kulturelles Erlebnis, was zum Alltag gehört. Ich gehe nicht jeden Tag ins Theater und ich gehe auch nicht jeden Tag ins Museum. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen ins Kino gehen. Und ja, man kann sich hinterher mit Leuten austauschen, die vielleicht 6 Wochen später oder 6 Monate später den Film in einem anderen Medium gesehen haben. Oder der eine hat es im Festival gesehen. Also die Möglichkeit der Wahrnehmung von Film ist eine andere als eines Theaterstücks oder eines Museumserlebnisses. Ich persönlich finde es auch schwierig, Kino so in eine museale Förderecke reinzubringen, obwohl ich auch glaube, dass wir es in Teil nicht verhindern können. Gleichzeitig sollte man aber den Ort Kino jetzt noch umso mehr redefinieren und neue Modelle ausprobieren. Und das gibt es ja auch. Also natürlich kann nicht jeder neu bauen. Es ist scheißen teuer, gerade wenn ich mir so Innenstädte anschaue, wie München, mittlerweile auch Berlin, Köln etc. Aber vielleicht auch da dieses Thema, was wir schon mal hatten, Kulturhäuser kam es gerade, was es ja früher gab in der ehemaligen DDR. Das sind ja so Modelle, die man vielleicht mal wieder rauskramt oder sagt, so was ist denn, wenn wir uns alle einig sind, dass Begegnungen wichtig sind und auch die Ablenkung, und ich rede jetzt nicht mal von städtischen Regionen, auch gerade auf dem Land. Na, jetzt in der Pandemie, also um das zu überbrücken, kann ich mir das schon vorstellen, was ich vorher schon angesprochen hatte, um aus dem Raum innen, wenn das nicht möglich ist, nach außen zu gelangen. Ansonsten bin ich da schon auch der Meinung, dass es so ein Miteinander sein muss. Einerseits finde ich Theater und Kino schon sehr nah zusammen, muss ich gestehen, auch Museum. Ich bin da so, das gehört für mich schon alles irgendwie zusammen. Aber ich finde, genau solche Häuser, wo mehr geschehen kann, vor allem, man sieht es ja auch eben auf der Tour in Kinos, wo das sehr gut gelingt, ob man beim Franz Fischer in Augsburg, wo ein Restaurant dabei ist, wo eine Fotoausstellung ist, wo was geschieht, wo Lesungen stattfinden. Das Publikum einzuladen, was zu erleben. Ganz schrecklich sind einfach ungepflegte Kinos, auch auf die stößt man auch hin und wieder. Und wo du dich dann nicht wunderst, warum läuft es hier nicht mehr so. Ja, warum Theater, ja, Filmtheater, finde ich ja eigentlich einen wahnsinnig tollen Ausdruck. Ich möchte da wohl reingehen, im Sendlinger Tor oder das Arena ist jetzt umgebaut, ich habe das schon gesehen, da bist du drinnen, du fühlst dich heim, du freust dich auf den Film. Das ist das, warum ich denke, es ist schon ein bisschen Unterschied, ob ich es daheim in meinem Heimkino oder nicht ausschließen, sondern ich finde, das ist eine eigenständige
Kunstform, ein eigenständiges Erleben. Und ich bin auch sozialisiert worden, natürlich mit meinen Brüdern vorm Fernseher. Aber wie ich dann zum ersten Mal in Miesbach, in Schliersee, im Bayerischen, im Kino war, das waren für mich Erlebnisse. Da ist mein Herz ein bisschen höher, das war was anderes. Und dann lachen die, manchmal habe ich mitgelacht, weil ich gar nicht genau wusste, warum lachen wir denn jetzt eigentlich? Also das ist schon was Geiles und da will ich wieder hin. Und ich finde, ich bin da ja total altbacken, was eins angeht. Und das ist die Erziehung der Jugend, der Kinder in der Schule mit Kino zu konfrontieren und das als Kunstform, und nicht nur als Kunst, sondern da müssen sie rein. Und aber ich weiß, dass ich da auch immer so ein bisschen den Mund zu weit aufreiße, aber irgendwas muss doch da geschehen, dass man die Leute, die Kinder wieder da reinkriegt und dass die Kinder wissen, heute ist Kinotag und heute gehen wir da ins Kino und heute sind geile Filme da und da müssen wir hin. Danke euch allen. Ich finde, man hätte es jetzt gar nicht schöner als Abschluss Plädoyer bringen können. Wir sind uns einig, wir sind geeinigt, und Unified Filmmakers, danke an euch, dass ihr diese Runden hier definiert. Man kann viel sprechen. Ich glaube, wir müssen noch mehr machen. Und vielleicht besteht es auch einfach nur darin, im Bekanntenkreis zu sagen, kommt Kinders, geht's ins Kino. Wenn die Kinos wieder aufhaben, vielleicht mal einen Freund, eine Freundin unter den Arm nehmen und sagen, hier mit ins Kino gehen. Man kann sehr viel auf einfachen Wege direkt selber machen, ohne immer das große Ganze zu sehen, um auch positiv Dinge rauszutragen. Das finde ich immer so das Tolle, weil Kino einfach ist. Es hat keine großen Hemmschwellen und wir sind uns, glaube ich, da wirklich sehr, sehr einig. Dank an euch, dass ihr hier diese Runde mitgemacht habt. Wir sehen uns sicherlich irgendwo in diesen verrückten Zeiten wieder. Seid einmal ganz doll auch umarmt. Bleibt vor allem gesund und munter. Und wer Ideen hat, einfach rausballern und machen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und auf ganz, ganz bald. Servus und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.